Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Davor erstmal ganz kurz eine sehr, sehr wichtige Info. Und zwar könnt ihr aktuell gratis eine Spitzhacke bekommen, denn es gibt die neue Aufträge, und zwar die Wilde Herzen-Aufträge. Und Epic Games hat bestätigt, wenn ihr davon einen einzigen Auftrag abschließt, dann kriegt ihr eine gratis Spitzhacke. Hier seht ihr gerade das Bild davon eingeblendet, wo die es hier bestätigt haben. Und die Hacke solltet ihr wahrscheinlich kennen, denn die könnt ihr auch hier bei diesem Wilde Herzen-Community-Wettstreit gewinnen. Aber ihr kriegt die auf jeden Fall zu 100%. Wenn ihr einen einzigen Auftrag hier abgeschlossen habt, dann kriegt ihr eine gratis Spitzhacke. Wollte ich unbedingt noch gesagt haben. Jetzt gehen wir direkt auf den Shop drauf, denn der Shop ist auch schon in knappen 40 Sekunden da und dann mal schauen, was heute reinkommt. Gestern gab es einen ultra riesigen Shop. Ich denke mal, der wird natürlich bleiben. Werden wir gleich sehen. Gehen direkt nach oben hin und lasst an der Stelle erstmal gerne ganz kurz ein Abo hier, um nichts mehr zu verpassen. So, dann schauen wir mal. 3, 2, 1 und der neue Shop ist da. Okay, es gibt einfach mal 5 neue männliche Skins und 5 neue weibliche Skins. Lichtrenner als Hängegleiter. Okay, krass. Ansonsten tägliche Sachen und Wilde Herzen. Die ganzen Sachen von gestern sind auch noch hier. Und ich gehe die auf jeden Fall heute nicht nochmal extra durch, denn ich denke mal, ihr solltet hier alles kennen. Habe ich gestern alles ganz genau nochmal gezeigt. Das Video ging fast 8 Minuten lang, also ich habe hier wirklich alles einzeln vorgestellt. Und ich würde sagen, wir fangen ganz oben an mit Lichtrennen, hier dem Gleiter. Oha, okay, also ich muss sagen, die Anfanganimation hier, die sieht mega cool aus. Okay, neuer Gleiter hier. Passend dazu gibt es dann hier 5 Skins. Das ist der erste Skin. Okay, der hat direkt einen zweiten Stil mit einem Helm. Okay, noch ein Rückenteil und das ist sogar noch eine Hacke. Okay, das ist wirklich nice gemacht. Komisches neues Set, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Die gibt es auf jeden Fall heute alle neu im Shop. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es die aus irgendeinem Film oder sowas gab. Also müsst ihr mich darüber aufklären. Sind die aus irgendeinem Film oder so? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Auf jeden Fall sind die heute hier neu im Shop und ich denke mal, die müssen auf jeden Fall irgendwas Besonderes sein. Und hier zeige ich auch nochmal den Ton. Ist eigentlich, denke ich mal, gleich. Okay, hier gibt es dann noch 4 weitere weibliche Skins. Also heute insgesamt 10 neue Skins am Start und ein Gleiter. Okay, also das sind hier die neuen Skins. Sehr interessant. Okay, und das sind dann hier auf jeden Fall die vorgestellten Gegenstände. An der Stelle gerne ganz kurz rechts unten hier auf eine Schütze ein Quader klicken und den Code Deto eingeben, würde mich sehr freuen. Dann gehen wir schon zu den täglichen Sachen. Und hier gibt es einmal die Grimoire zurück. Die war vor einem knappen Monat, glaube ich, im Shop. Ist heute nochmal zurück und sieht ganz okay aus. Das Rückenteil hier gefällt mir sehr gut. Dann gibt es einmal die Sandhai-Fahrerin auch nochmal zurück. Auch einen knappen Monat her, glaube ich. Ganz okay, der Skin. Dann gibt es einmal hier Binde Katze, das Musikstück. So hört sich das an. Das ist auch noch ganz nice. Ich glaube, die meisten sollten es auch noch kennen. Ganz cool. Nach einem Monat heute nochmal zurück. Ist sehr cool. Und dann gibt es einmal Popsternchen zurück. Auch ein sehr alter, cooler Tanz. Heute nochmal im Shop nach einem Monat. Ansonsten gibt es hier voll Ablachen. Ist auch wirklich ultra oft im Shop. Ebenfalls nach einem Monat zurück. Und an letzter Stelle gibt es hier Konzentriert. Ja, der ist hier am Handy, am Tippen und ist komplett abgelenkt. Ist auch nochmal nach einem Monat zurück. Und dann gibt es, wie gesagt, hier noch die ganzen Wilde Herzen Sachen. Also die ganzen Event-Sachen sind auch noch hier. Ein riesiger Event-Shop. Aber das Zeug gehe ich, wie gesagt, nicht nochmal durch, weil das sollten eigentlich die meisten auch schon gesehen haben. Und hier gibt es noch das neue Spinnpaket. Okay, das war's auch schon hier mit dem Shop.